Hallo und herzlich willkommen zurück bei uns. Ich bin Sandy und heute spielen wir wieder Horse Reality, das Browser Game. Wir sind hier gerade bei Explore, also quasi am Markt, glaube ich. Und ihr seht, der Schnee ist leider weg. Pünktlich zum 01.01.2019, ich hätte beinahe 2018 gesagt, ist der Schnee in Horse Reality weg. Sehr schade, ich hätte ihn noch gern ein paar Wochen drin gehabt. Aber als allererstes, meine Lieben, wünsche ich euch ein gutes neues Jahr 2019 mit viel Glück und Liebe und dass all eure Wünsche in Erfüllung gehen. Ich hoffe, ihr seid alle gut in 2019 reingerutscht. Ich hatte ja, glaube ich, bei Star Stable schon gesagt, ich habe mit meiner Familie gefeiert und es war super lustig. Wir haben am Abend noch das letzte Spiel des Jahres quasi, haben wir Cluedo gespielt und es war super lustig. Mein Sohn hat gewonnen, obwohl ich auch wusste, wer es war. Ich hatte nur leider nicht die richtige Zahl, um in den Raum zu kommen. Mein Sohn hat es aber auch gewusst und hat das Spiel dann gewonnen. Und ja, wir hatten einfach mega viel Spaß und ich hoffe, ihr hattet auch viel Freude und seid gut in 2019 angekommen. Ja, wir haben viel zu tun. Ich habe jetzt hier gerade schon Put the Horses in the Pastures nochmal geklickt, weil ich bin erst bei 170 Klicks. Es geht ganz langsam voran. Leute, ihr seht hier schon oben ganz viele Reiter. Ich war wieder im kompletten Pferdekaufrausch, aber ihr habt mir alle einfach so tolle Pferde reingestellt. Ich habe jetzt 86 Plätze, Leute. 86 Plätze. Ich werde meinen Stall noch bis 100 Plätze aufstocken mit der Zeit. Ich möchte aber eigentlich im Moment nicht mehr wie 100 Plätze haben, weil ehrlich gesagt, 86 Pferde dauern schon relativ lang, um sie zu versorgen. Es tut mir leid an alle, die noch nicht gesehen haben, dass ich ihr Pferd gekauft habe. Es waren einfach so wunderschöne Pferde dabei und ich habe mir ja natürlich die schönsten Pferde ausgesucht, die ich mir gekauft habe, die in meine Zucht reinpassen und ich stell sie euch jetzt einfach mal vor. Ich bin schon, ihr kennt mich, ich bin immer ein bisschen aufgeregt und freue mich immer. Als allererstes haben wir Rima. Rima ist eine wunderschöne Isländerstute. Ich weiß, ich sage jedes Mal wieder dazu, ich wollte eigentlich meine Isländerzucht verkleinern, aber Leute, sie ist einfach so besonders. Vielen Dank an Neko Chan, die mir diese wunderschöne Stute in die privaten Verkäufe gestellt hat. Ich finde sie einfach nur zuckersüß. Sie ist besonders, sie hat Splashed White, also sie trägt Splashed White und ist Tobiano und sieht super besonders einfach aus, hat blaue Äuglein. Ich finde sie einfach super schön. Hier seht ihr es. Sie ist ein Champion in Reigning, was mich ja bei den Isländern mega stört. Aber ich fand sie einfach so süß. Ich musste sie kaufen. Und Neko, nochmal vielen lieben Dank für die süße Maus. Als nächstes habe ich meinen allerersten Welsh, also mein allererstes Welsh-Pony gekauft. Und zwar von Nele. Sabs Fan heißt sie auf Horse Reality. Und er ist wunderschön, oder? Er hat einfach alles, was ich ja mir in einem Welsh-Pony vorgestellt hätte. Ich wollte eigentlich gar keine Welsh züchten, aber ich fand ihn einfach so besonders und so wunderschön, dass ich ihn einfach kaufen musste. Als nächstes haben wir noch ein Welsh, weil wenn ich natürlich schon einen Welsh-Hengst habe, brauche ich natürlich auch noch ein paar Welsh-Stuten. Da haben wir einmal die Eva. Die kleine Eva ist von Lolilli. Vielen Dank, Eva, dass du mir die kleine Maus reingestellt hast. Sie ist noch ein kleines Fohlen und sie ist so süß. Ich glaube, sie wird ähnlich aussehen wie Black Eyes, der ja super, super dark ist, ne? Er ist kein Chestnut und ich hatte erst erwartet, dass er vielleicht ein Liver Chestnut ist. Aber ganz offensichtlich ist er ein Seal Brown. Er hat ein großes E und ein großes A. Also ist er ganz offensichtlich ein Seal Brown. Ein Seal Brown ist AT quasi, nur das kann man im Moment nicht testen. Und ja, das Seal Brown liegt auf dem A-Genom und dadurch ist er auf jeden Fall ein Seal Brown.
Und ich denke, die Eva ist das auch. Sie sieht zumindest jetzt als Foli schon so aus. Als nächstes haben wir JX Professional. Sie ist von Bällchen 14 und ganz offensichtlich ein Roan. Wunderschön. Ich finde sie super schick. Sie ist auch noch flexen, was mega besonders ist. Und jetzt habe ich falsch geklickt. Das Besondere an ihr ist, sie ist 10-mal schon First Premium und meine erste Stute, die ich habe, gleich ein so tolles Tier. Bella, ich danke dir vielmals für die Maus. Sie ist einfach nur ein absolutes Träumchen. Ich kann es gar nicht fassen, dass du sie hergegeben hast und sie ausgerechnet mir gegeben hast. Ich finde sie einfach nur klasse und ich glaube, sie ist gerade schon trächtig, genau. Sie bekommt ein Hengsti und sobald sie das Hengstfoli bekommen hat, möchte ich sie auch neu belegen mit unserem wunderschönen Black Eyes, der übrigens auch schon 2-mal First Premium gewonnen hat, obwohl er einmal Below Average hat. Ich habe ihn aber erst in 2 Shows angemeldet, Leute. Wir können ihn, jetzt Moment, wir können ihn gleich nochmal in eine Show anmelden. Vielleicht gewinnt er dann gleich seine First Premium, beziehungsweise sein... Ach, ich kann sie alle anmelden, sehe ich gerade. Jetzt bin ich gespannt, weil 3-mal angemeldet... Jawohl! Oh mein Gott! Leute, alle bis auf Eva haben ein weiteres First Premium und Black Eyes hat somit hiermit sein Star-Prädikat bekommen. Ich freue mich total. Als nächstes haben wir Mars. Mars habe ich tatsächlich schon am längsten von allen Pferden. Ich hatte ihn tatsächlich einfach nur vergessen, beim letzten Mal vorzustellen. Allison, es tut mir total leid. Allison und Riley hatten mir das Pferd verkauft. Und ich fand ihn einfach super besonders. Deswegen habe ich ihn tatsächlich gekauft, weil er ist ein Overo, er ist ein Seal Brown. Und ich fand ihn super besonders. Er hat keine guten Werte, aber ich werde ihn vielleicht auch legen lassen und als Turnierpferd hernehmen. Ich fand ihn einfach super süß. Und deswegen habe ich ihn Allison und Riley abgekauft und ich bin ein bisschen verliebt in ihn. Ich finde ihn einfach super besonders. Als nächstes kommt Super High. Da muss ich noch den Namen ändern. Die Pandy hatte mir reingeschrieben, dass er ein Roan ist, weil man im Moment natürlich noch nicht sieht, dass er aufroanen wird. Das sieht man ja erst, wenn die Folies erwachsen sind. Gekauft habe ich ihn, wie gesagt, von Pandy K. Und ihn. Warum sage ich denn immer ihn? Eine Sie ist es natürlich. Es ist eine Sie, die ist super high und ich finde sie super süß. Ich meine, ja, ich sage das natürlich bei allen Pferden, die ich kaufe, klar. Sie hat nur ein Second Premium, aber dafür ist sie einfach ein Black Roan und beziehungsweise ein Blue Roan. Und ich finde sie klasse. Sie ist ein Trakehner. Ich liebe Trakehner. Ja. Als nächstes habe ich gekauft Virtual Revolution. Er ist ein Gold Champagne und mein allererster Gold Champagne Deckhengst. Er hat ein Star-Prädikat. Er hat richtig gute Werte. Er ist der Sohn von Classic Revolution, also ein weiterer Sohn von Classic Revolution, der bei uns eingezogen ist. Gezüchtet wurde er von Chio. Man sieht es hier oben auch von Chio. Und er ist einfach nur wunderschön. Ich freue mich einfach, dass er bei SL Performance angekommen ist. Und danke dir nochmal recht herzlich, Chio, dass du mir ihn verkauft hast. Der letzte im Bunde ist nochmal ein Quarter. Und zwar Champagne Flow. Champagne Flow ist ein wunderschöner Amber Champagne. Und er ist auch noch ein Overo, was man tatsächlich nicht sehen kann. Er hat alles groß geschrieben. Er hat 2 große E, er hat 2 große A. Er hat einmal Champagne und natürlich nur einmal Overo. Das Tolle an ihm ist, er ist auch ein Star-Prädikat. Er hat einmal Very Good, ansonsten Good. Er ist wirklich ein Top. Hengst Kara 11 hat ihn mir reingestellt und ich konnte einfach zu ihm nicht Nein sagen. Kara 11, vielen, vielen Dank für diesen wunderschönen, tollen Hengst. Ich bin absolut begeistert von ihm und ja, freue mich, dass er jetzt bei uns ist. Bevor ich euch jetzt die letzten Folies zeige, die ich im Off benannt habe, weil es ansonsten dieses Video komplett sprengen würde, muss ich euch noch sagen, ich kann leider meine... beziehungsweise alle neuen Hengste, die ich bekommen habe,
im Moment nicht als Deckhengst anbieten. Ich weiß nicht, warum es nicht geht, aber es geht nicht. Jedes Mal, wenn ich die Decktaxe eingeben will, kommen wir irgendwie bei null raus. Ich habe die auf null gestellt und kann die aber im Moment nicht ändern. Ich denke mal, das ist ein Bug. Sobald der behoben ist, werde ich euch natürlich auch meine neuen Deckhengste zur Verfügung stellen und dann könnt ihr mit ihnen decken. Dann möchte ich euch aber jetzt noch alle Folis vorstellen, die ich in den letzten Tagen bekommen habe und ja, die jetzt Namen haben. Am Ende des Videos stelle ich euch dann auch noch 5 Verkaufspferde vor, die ihr kaufen könnt, wenn ihr wollt. Die ich euch jetzt hier zeige, sind alles keine Verkaufspferde, die kommen wie gesagt am Ende des Videos. Als allererstes haben wir hier Chevy Impala. Chevy Impala ist die Tochter von Chevy Styline und ich glaube Okie's Red Berry. Sie ist bereits ein Star-Prädikat. Okie's Red Berry ist ja selber ein Star und hat super gute Werte. Gott sei Dank hat sie die Werte der Mama bekommen und nicht des Papas. Lustiger Fun-Fact, Chevy Impala bzw. Chevrolet Impala ist einer meiner absoluten Lieblingsautos. Ich weiß nicht, ob ihr Supernatural kennt. Sam und Dean fahren da auf jeden Fall einen 1967er Impala und dieses Auto ist einfach nur wunderschön. Wenn ich irgendwie so viel Geld hätte, würde ich mir so einen kaufen und in die Garage stellen, weil der ist einfach richtig klasse. Als nächstes haben wir Nina. Nina ist die Tochter von Lost Boy und Gold Fever. Sie ist ein Endurance-Pferd, was mich mega freut und deswegen wird sie auch jetzt erstmal bleiben, weil ja, ich das mega cool finde und ich sie super süß finde. Sie schimmelt leider aus, das heißt mit 3 Jahren wird sie aussehen wie ihre Mama, aber gut, man kann es nicht ändern. Dann haben wir nochmal ein Nachkommen von Chevy Styline und zwar So Stylish. Ihre Mama ist die So Hollywood. Sie ist ein wunderschöner Buckskin Overo und sie wird erstmal bei uns bleiben, obwohl sie nur ein Second Premium ist, weil ich sie einfach wunderschön finde. Der letzte im Bunde von der Nachzucht von Chevy Styline ist Classic Chevy. Classic Chevy ist ein Hengstfohlen von Classic Coffee mal Chevy Styline. Er hat leider nicht die besten Werte, aber er ist ein Champagne Overo und er hat eine kleine Laterne, was ich super süß finde. Und ja, mal schauen, wenn er groß ist, ob ich ihn verkaufe oder behalten werde. Das wird die Zeit dann zeigen. Ich kann mir aber auch gut vorstellen, dass ich ihn verkaufen werde. Dann haben wir noch Royal Jumper. Royal Jumper ist der Sohn von Calimero. Den haben wir auch in einem Video gezüchtet. Und Calimero hat tatsächlich abgeliefert und hat uns einen kleinen Jumper gebracht. Denn er ist ein kleines Springpferd. Deswegen auch der Name Royal Jumper. Oh, Moment. Jetzt habe ich irgendwas gedrückt. Und deswegen wird er auch jetzt erstmal bleiben. Er hat leider nur 12-mal Gurt und ist, soviel ich weiß, nur ein Second Premium, genau. Aber dadurch, dass er Springen als beste Disziplin hat, wird er erstmal bleiben. Bleiben vor allen Dingen. Als nächstes haben wir 3 neue Fohlen noch, die ihr noch nicht kennt. Einmal Make Me Drift. Make Me Drift ist der Sohn von Driftwood und Cookie. Er ist super schick, hat leider katastrophale Werte. 4-mal Average, ich weiß nicht, was da los ist, aber er ist auf jeden Fall süß. Ich kann mir definitiv vorstellen, dass ich den kleinen Mann verkaufen werde. Dazu aber in einem späteren Let's Play mehr. Dann haben wir noch Classic Ticket. Classic Ticket ist der Sohn von Lottery Ticket und Classic Revolution. Und sie ist ein solides Second Premium, ist ein Amber Champagne, wie ihr seht. Und ich denke, sie wird auch ein neues Zuhause suchen. Aber da werde ich auf jeden Fall nochmal ein extra Video zu machen. Als letztes im Bunde ist Light Dust. Light Dust ist eine Fuchsstute, die gefühlt schlimmsten Werte ever hat. Sie hat ganz viel Below Average. Ich würde sie tatsächlich verschenken, weil ich ja, sie nicht behalten möchte. Ich möchte sie aber auch nicht verkaufen mit den Werten. Falls sie jemand haben möchte, dann schreibt mir bitte in die Kommentare euren Horse Reality Namen, den Namen des Pferdes und dass ihr sie gerne haben möchtet, dann stelle ich sie euch mit 6 Monaten in die TVK. Falls sie keiner möchte, werde ich sie dann ins Retirement Home abgeben.
Als letztes habe ich noch 5 Verkaufspferde und zwar einmal den Aristocat. Aristocat ist ein Trakehner, den ich gekauft habe mit DRB West. Ich kann einfach mal hier alles schnell aufmachen, dann zeige ich euch noch alles schnell. Ich weiß jetzt nicht, ob es dieses Video sprengt, ich befürchte ja. Aristocat hat ein Second Premium, ist gar nicht so schlecht. Und ich dachte mir, für diese 5 Verkaufspferde machen wir es nochmal ein bisschen anders. Falls ihr einen der 5 haben wollt, schreibt euren Horse-Reality-Namen in die Kommentare, den Namen des Pferdes und den Preis, den ihr meint, dass das Pferd wert ist und den ihr für dieses Pferd zahlen wollt. Denn ich bekomme irgendwie immer Hate, egal ob ich einen Festpreis mache oder ob ich die Pferde in die Auktionen stellen. Machen wir es mal so rum. Ich weiß noch nicht, was das der Idealfall ist, aber wir probieren es jetzt einfach mal. Das nächste Pferd ist High Chances. High Chances ist ein Mustang und zwar super besonders ein Palomino Tovero, also ein Palomino Tobiano Overo. Und ja, sie ist super süß, hat ein solides Second Premium, aber ich habe ja auch noch ihre Schwester, Halbschwester, ich weiß es gar nicht mehr, die ein Perlino, glaube ich, ist und die möchte ich lieber behalten und deswegen verkaufe ich die Maus. Als nächstes haben wir Magical Cash. Ich weiß, dass viele Magical Cash schon mal angefragt hatten. Ich würde ihn jetzt doch verkaufen, weil ich einfach mit den Mustangs nicht mehr so viel anfangen kann und deswegen sucht er ein neues Zuhause. Er ist ein wunderschöner Tobiano. Als nächstes haben wir die kleine Mia. Mia ist ein Isländer, wie man sieht. Und ja, sie sucht ein neues Zuhause. Sie ist zuckersüß, aber ich habe einfach definitiv zu viele Isländer. Sie ist eigentlich, ja, super süß. Sie ist ein Black und ich hätte sie gerne behalten. Am Ende des Tages war das Ausschlaggebende, dass sie dreimal Average hat, warum sie ein neues Zuhause sucht. Als letztes haben wir Saruman. Saruman ist ein wunderschöner W3. Er ist der Sohn von Sundancer und Salia. Der einzige Grund, warum ich ihn hergebe, weil ich habe mir einen W3 gewünscht, ist, dass er nur ein Second Premium hat und mein Anspruch an einen Deckhengst, den ich behalten möchte, ist tatsächlich Star-Prädikat. Dann war es aber auf jeden Fall schon mit diesem Video. Schon ist gut. Falls euch das Video gefallen hat, würden wir uns über ein kostenloses Abo von euch freuen, über einen Like oder einen Kommentar. Und dann hoffe ich, dass wir uns im nächsten Video wiedersehen. Danke fürs Zuschauen. Servus!